Hallo zusammen, Caro hier vom Stempelsektor. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei uns ist es wieder saukalt geworden. Es ist regnerisch, trüb, richtig depressiv. Also ich vermisse voll die Sonne. Ja, zum Projekt. Ich habe letzten Samstag einen Blogbeitrag veröffentlicht. Und zwar geht es darum, für den Bloghop habe ich diese Schachtel gebastelt und mit der Schachtel auch die passenden Kärtchen. Und ich habe euch versprochen, mit euch diese nachzubasteln. Aus Zeitgründen ist es im Moment ziemlich schwierig, letzte Zeit für mich alles in den Hut zu kriegen. Und vor allem ist es mein zweites Video zu diesem Thema. Und zwar habe ich versucht, dieses für euch noch nachzubasteln mit diesem Beispiel. Das ist so ein herbstliches Motiv, wo die Blätter auch embossed sind in Gold. Aber leider, die Qualität vom Video wurde so schlecht und man konnte mich kaum verstehen. Dementsprechend neues Video, neues Kärtchen, neue Schachtel. Und zwar diesmal in einem winterlichen Look. Und zwar, ihr braucht das Designerpapier eurer Wahl und auch Farbkarton eurer Wahl. Ich habe mich jetzt entschieden für Gartengrün und dazu passend ja, dieses Designerpapier. Das ist aus dem Hauptkatalog und zwar unter voller Vorfreude findet ihr das. Es sind wunderschöne Motive dabei. Also hier kann man nach Lust und Laune nehmen, was man möchte. Nicht wundern, ich habe schon gefalzt, weil ich hier ein Video gemacht habe und mitten in der Falzung stürzte mein Handy ab. Also, wir werden zusammen falzen. Das hat jetzt die Maße 11,5 auf 25 cm. Auf der langen Seite bei einem Zentimeter wird das hingelegt, dann gefalzt von beiden Seiten. So. Und wenn ihr das fertig habt, legen wir das an bei 4 cm und falzen. Bei 5. So. Dann bei 14,5 und bei 15,5. So. So sieht es aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, aber ich glaube schon. Das war es eigentlich schon. Ah ja, das Designerpapier, der Zuschnitt ist einmal 9 auf 3,5 und 9 auf 9. Und ich arbeite heute mit Magneten und zwar so wie hier für den Verschluss. Und hier habe ich auf die Magnete verzichtet und habe so eine Banderolle drum gemacht. So sieht das dann aus. Damit ihr seht, also für diejenigen, die Magnete nicht besitzen, man kann wunderbar mit einem Band arbeiten. So, jetzt wird das erstmal geschnitten. Und zwar, ich halte das so, vielleicht seht ihr es, und zwar hier, wo die kürzere Seite ist, wird hier das komplett rausgeschnitten. Gucken wir mal. Ein bisschen unsauber gearbeitet. Upsala. So. Also bis zu der Falzlinie. So. Machen wir das weg. Jetzt hier noch die Laschen werden seht ihr das? Eingeschnitten. So, reich schräg einschneiden. Kann man dann besser kleben gleich. So. Das war's schon. Und jetzt müssen wir falzen. Ja, so dreckig hier. So. So.
zweimal. So. So sollte eure Box dann ausschauen. So. Und zwar, bevor wir alles zukleben, würde ich gerne erstmal hier die Box mit dem Designerpapier bekleben. Dafür nehme ich meinen Flüssigkleber. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr gerne habt, mit was ihr gerne arbeiten tut. Ich nehme gerne dieses, weil das trocknet etwas langsamer und man kann es auch noch zur Not verrücken. So, das machen wir dann so. Das war es auch schon. So wird das dann ausschauen. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt den Spruch mit euch machen soll. Eigentlich schon. Für den Spruch und die Verzierung habe ich mich für entschieden, für von der Socke für das Stempelset. Und zwar für diesen. Und den würde ich gerne in weiß embossen. Und zwar... Ich hole mir noch ein Schmierblatt. So. Und zwar braucht ihr einmal Versamark und das Prägepulver. Ich habe jetzt weiß genommen, damit es einfach zum Rest passt. Gucken wir mal. So. So. Gucken wir mal. Das kann eigentlich ein Deckel bleiben. So schön zu machen. Hab ich direkt gemacht, ein wenig. So, jetzt füllen wir das schnell. Jetzt wird ein bisschen laut. So, das war es auch schon. Gucken. Es ist noch ein bisschen nass. Okay. So, jetzt schneiden wir das noch zurecht. Ihr könnt euch entscheiden für den Text, was ihr gerne mögt. Ich habe jetzt den genommen. Schauen, dass ich nicht zu viel abschneide. So. Und zwar etwas, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich stelle das mal kurz auf. Ja, mein Schleifchen-Sammelsorium. Ich habe hier noch eine in Weiß vorbereitet. Ich glaube, ich nehme dann die. Genau. Und zwar den Spruch kann man auch ein bisschen in die Höhe setzen, indem man die 3D-Pads nimmt. Ich habe jetzt die kleinen erwischt. Aber es ist ja nicht tragisch. Die sind echt süß für so filigrane auch Arbeiten. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das einfrieren kann.
Sieht aber gut aus. Noch einer? Ja. Das sieht gut aus. So. Jetzt positioniert man das nach Lust und Laune, wo man es gerne hätte. Ich glaube, ich mache das etwas mittiger. So. Die Schleife kann man wunderbar mit den Glue Dots anbringen. Und zwar, die habe ich eben so alleine gebunden, dieses Schleifchen. Vor der Kamera klappt das fast nie. So. Hier machen wir noch eine Aussparung. Einen Moment. Und zwar mit der Kreisstanze, die ihr habt. Also ich habe jetzt die kleinste, die ich habe, ist die 3/4. Es gibt ja auch die kleinere noch. Macht man ungefähr ziemlich in der Mitte. Also ich mache das immer nach Augenmaß. So eine Aussparung. Damit, wenn die Kärtchen drin sind, einfach man besser das rausholt. So, als nächstes kleben wir erstmal die Laschen. Und da sollte man vielleicht ein bisschen sparsamer sein. Ich tendiere immer zum Übertreibung. Ich übertreibe immer so wie jetzt gerade. Seht ihr das? Aber das ist ja, ich denke mal, nicht so tragisch, oder? Kurz anhalten, damit es anzieht. Hier kann man auch einen Kleber nehmen, mit dem man am liebsten arbeitet. Aber ich habe was vergessen. Ich wollte hier noch was Schönes machen. Ja. Kleben wir es gleich drauf erst. War ja klar. Glatt läuft nichts, wenn man ein Video dreht. Aber umso lustiger ist es dann. Ich denke mal, nicht nur mir passieren solche Fauxpas, oder? So. Als nächstes wird mir jetzt die Seiten hier hingeklebt. Auch nicht so übertreiben mit dem Kleber. Das kann man immer ein bisschen zu der Kante. Und zwar mit dem Falzbein kann man wunderbar noch reingehen. Und gucken, ob das gut sitzt. Das war jetzt daneben. So, jetzt gucken wir mal. Hier machen wir das Gleiche. Ich mache heute mit euch nur die Schachtel, also die Box an sich. Für die Kärtchen braucht ihr keine Anleitung. Das ist ja wohl für sich sprechend. Jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel, aber ist nicht tragisch. Oh nein, ich habe sogar die Magnete vergessen. Und zwar habe ich hier diese unter dem Papier befestigt, damit man die nicht sieht. Jetzt wird man die sehen. Ich zeige euch das, wie es funktionieren soll. So Scheibenmagnete. Moment, ich muss erstmal die Folie abkriegen. Das sind so Sachen, die man eigentlich schon vorher machen muss. Das ist aber typisch. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hier abkriege. Ja, sobald man keine Fingernägel hat, ist die Arbeit natürlich umso schwerer. So, jetzt werden die auf die andere Seite angebracht. Gucken, ob die kleben. Nein, also wie ich gedacht habe. So, einmal feste andrücken. Und so sieht die Box aus. Also natürlich sieht das viel schöner aus, wenn die versteckt sind, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich es versäumt. So, dann habe ich, weil es mir zu nackig war, habe ich mich für das Set Winterstädtchen entschieden. Und zwar habe ich schon vorgearbeitet, habe ich das ausgeschnitten in weiß oder besser gesagt ausgestanzt. So sieht das dann aus. Und dann wollte ich das hier befestigen. Gucken noch, wie ich das mache, ob ich das so mache, ob ich das gerade mache. Gerade wäre mir natürlich am liebsten. Und zwar
Wie ihr merkt, mache ich natürlich alles komplizierter, als es soll. Und damit es vielleicht... Ich muss mal überlegen. So anbringen. Oder so. Aber da sieht das schief aus und mir gefällt nicht schief. So. Wir gucken. Wir improvisieren. Wie gesagt, ich hätte es vorher anbringen sollen, dann hätte ich jetzt nicht mehr so viel Arbeit gehabt. Ich versuche das ein bisschen anzupassen. So. Und zwar einmal hier die Kante, weil das soll ja nur bis hier gehen. Das heißt, wir schneiden hier noch ein Stückchen von dem Haus ab. Ihr seht, so, noch ein Stückchen, und wenn wir das abschneiden, kann man das besser positionieren. Und zwar kann ich hier den Präzisionskleber nehmen, einfach alles, was man zur Verfügung hat. Ich habe jetzt den genommen, weil ich noch, wie der sagte, ein bisschen verrücken kann. Mit dem Präzisionskleber, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden. So. Hier ist noch nichts. Und hier auch nichts. Andrücken. So, jetzt hier noch ein Stückchen wegschneiden, das was übersteht. Und voilà, fertig ist die Box. So sieht die dann aus. Ja. Und zwar sieht das dann so aus. So und so. Oh. Mit der wunderschönen Deko. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr was nachbastelt und vielleicht aus meinen Fehlern lernt. Das besser umsetzt wie ich. Aber ja, ich hatte ein paar Tollpatscher, aber an sich finde ich es eine nette Überraschung, ziemlich süß gestaltet. Bis zum nächsten Mal und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!